Servus, du bist Softwareentwickler, IT-Experte, Berater, Freelancer, Digital-Freelancer, hast dich vielleicht schon seit einiger Zeit losgelöst aus dem Angestelltenverhältnis oder warst vielleicht nie wirklich Angestellter. Viele von den richtig guten Entwicklern, die sind sozusagen ja schon während sie Student sind, arbeiten sie ja in verschiedenen Freelance-selbstständigen Projekten nebenbei noch, manchmal als intern, aber auch schon teilweise, ich weiß noch, zu meiner Zeit vor über 20 Jahren, als ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, da hatte ich so ein paar Freunde und die haben letztendlich schon immer dann Webseiten gebaut nebenbei. Ja? Und nur hatten sie dann meistens die kommerzielle Seite nicht wirklich auf dem Schirm. Also sie haben dann irgendwie 5 verschiedene Projekte umgesetzt und wurden meistens nur zur Hälfte bezahlt. Ja? Aber wir waren damals alle irgendwie jung, irgendwie, ja, die waren meistens erst in den Anfang 20ern. Und wenn du jetzt einmal mehr oder weniger an dem Punkt bist, dass du noch ganz am Anfang stehst, was deine Selbstständigkeit betrifft, hast aber vielleicht jetzt dir den Entschluss gefasst, dir ein kleines Büro irgendwo zu mieten. Ja, aktuell sogar hier in München, ja, gibt es wieder Büros zum einigermaßen vernünftigen bezahlbaren Preis, ne, wo man so mal so für 2 Personen 600, 700 Euro was bekommt. Ne, das war vor ein paar Jahren nicht der Fall, definitiv. Und mietest jetzt so ein Büro. Eine coole Location, wo du einfach auch herzeigbar ist, wo du auch Gesicht zeigen kannst. Ja, sozusagen in der Hinsicht vielleicht auch schon mal ein Coaching besucht, ja, dass man letztendlich nicht unbedingt aus dem Wohnzimmer heraus jetzt anfangen sollte, hier, wenn man das Ziel hat, ein vernünftiges, echtes Business aufzubauen, ja, das dann auch mal ein paar Millionen Euro Umsatz macht. Dann sollte man als Freelancer, kannst du locker 10.000 Euro verdienen in der IT-Branche, wenn du einigermaßen was drauf hast und auch mal 600 Euro für ein Büro ausgeben. Jetzt sitzt du da und jetzt denkst du dir, ah, ich habe ja auch da schon mal in so einem Coaching oder schon mal hier irgendwo auf YouTube oder hier mal in irgendeiner Anleitung mal was von Google My Business gehört. Okay, das ist super, da kann man sozusagen kostenlos sich eintragen und dann wird man gefunden, wenn jemand nach mir sucht, aber nicht nur nach mir sucht, sondern auch nach der Region, beziehungsweise wenn jemand die Keywords innerhalb der Region sucht oder vielleicht sogar aus der Region ist. Also sprich, ich sitze jetzt hier zum Beispiel in München, ja, Leopoldstraße mit meinem Büro und irgendein Rechtsanwalt sucht nach einem Softwareentwickler, der ungefähr nur 2 Straßen weiter sein Büro hat. Und dann kommt natürlich mein Business bei Google My Business, kommt also ich dann sozusagen ganz oben an erster Stelle, je nachdem wie viele Mitbewerber da sind und auch je nachdem wie gut ausgebaut mein Profil ist, beziehungsweise wie viele Rezensionen ich dann auch irgendwann mal, also Referenzen sozusagen, also Google Rezensionen, wisst ihr was das ist, dann eingefahren habe, ja. Und dann bist du da so und es geht eigentlich alles ganz easy und ganz schnell und dann gibst du da irgendwie deine Adresse ein und deine Firma und was für ein Typ von Firma du bist und was du so machst. Na, das dauert nur ein paar Minuten und dann kommt irgendwann so ein Pop-up und dann schlägt der Google vor, willst du nicht hier da deine erste Anzeige draus schalten? Ja, das ist eine ganz super Pop-up, also wirklich sehr verführerisch. Aktuell nochmal verführerischer. Warum? Weil aktuell für jedes neue Konto Google, das ist meistens so, wenn es ein bisschen rezessiv ist draußen im Markt, nicht mehr so viele Leute Budget ausgeben. Aktuell gibt Google 400 Euro gratis für jeden, der ein neues Konto eröffnet. Ja? Das ist ja was, 400 Euro kriege ich hier geschenkt? Ja, kann ich für 400 Euro kostenlos Werbung machen? Ja, klar, mache ich. Klickst drauf und dann sagt Google, okay, gib mal ein, ja, wie deine Ads ausschauen sollte und dann Überschrift und dann plötzlich heißt es, gleich am Anfang sogar, glaube ich, du kannst bis zu 4 Bilder einpflegen. Dann denkst du, okay, cool. Ja, bei Google My Business, da kannst du auch Bilder hochladen. Ja, nehme ich gleich mal die gleichen Bilder. Ja, muss nicht nochmal extra welche irgendwie suchen oder von mir machen lassen oder was. Ja, nehme ich gleich die gleichen Bilder noch mit rein. Ja, und dann ja, noch ein paar andere Details, ja, aber gar nicht so viel. Das ist einfach so richtig schön. Richtig easy für jemanden, der von Google, das ist nämlich im Endeffekt Google Ads, von dem, von was wir hier sprechen, ja. Aber das ist einfach, ja, du erstellst da quasi gerade einen Google Ads Account, ohne es wirklich richtig zu merken, ne. Und du wirst so weitergeleitet, das ist absichtlich so ganz easy peasy, ne, und kriegst da 400 Euro umsonst, ne. Und mit ein paar Klicks hast du dein Ding. Und dann musst du nur noch einmal klicken und dann ist dein Ding live. Also quasi du machst Werbung, ne. Du musst natürlich deine Kreditkarte eingeben, ne? Also ohne dem geht's nicht, ne? Das ist der springende Punkt.
bedeutet das natürlich, wenn die 400 Euro dann verbraucht sind, geht es natürlich weiter. Und wenn du dann dir die Mühe machst, da mal reinschaust, okay, was für eine Art von Google-Account habe ich denn oder Google-Kampagne habe ich denn da gerade erstellt und gleichzeitig auch live geschalten und meine Kreditkarten eingegeben. Klar, ich habe ja auch 400 Euro gratis bekommen. Ja, das ist dann eine sogenannte Google-Max-Kampagne. Ja? Und eine Google-Max-Kampagne ist ja das, wo mehr oder weniger Google mit allen Mitteln und Möglichkeiten versucht, wirklich jeden erdenklichen Werbetreibenden reinzuführen. Ja, warum? Weil Google Max Kampagnen, ja, ich sage jetzt nicht, die sind gut oder schlecht. Die können für manche Fälle gut sein, für manche Fälle weniger gut. Ich sage nur, das ist das, was Google will. Warum? Weil Google Max Kampagnen letztendlich auf so einem Algorithmus basieren, ja, wo mehr oder weniger Google sagt, okay, gib uns ein bisschen Budget und wir kümmern uns um den Rest. Ja. Du gibst uns die Assets und das Budget. Ja, und dann vielleicht noch irgendwie eine Überschrift für deine Ad oder was. Aber wie viel wir für was bieten, für welches Keyword und all diese kleinen Feinheiten, wo man sozusagen bis heute noch auch Experten, Agenturen und so weiter beauftragt, das will irgendwie Google alles gar nicht mehr. Am liebsten will Google einfach nur, dass du irgendwie ein paar Assets hochlädst und eine Kreditkarte. Ja, mit einem Haufen Geld drauf. Es ist so ein bisschen eine Blackbox, ja, wo auch du nicht mehr so viel Daten rausbekommst, wo du dann wieder analysieren kannst und so weiter. Eine long story ist so ein bisschen der Trend von allen mehr oder weniger werbetreibenden Plattformen, ist halt einfach so. Und der Grund, warum Google Max Kampagne jetzt gerade für dich in diesem beschriebenen Szenario, in diesem Video nicht von Vorteil sein könnte, ist der, dass du ja mehr oder weniger so ein ja, du hast ja gerade erst dein erstes Büro eröffnet. Du hast ja irgendwie, bist ja noch Freelancer, hast noch nicht mal einen Mitarbeiter, hast vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro hättest du vielleicht zur Verfügung für Google Ads oder vielleicht auch 1.000 ja, im Monat. Das ist schon sehr viel vielleicht für dich oder 2.000, boah, nur für Google Ads, ne? Eine Menge Kohle. Und Google Max Kampagnen funktionieren, weil die sind Conversion basiert, ja, also es sind nicht Google optimiert die automatisch, basiert unter Conversion, die du eingibst. Also du gibst dann eine Landingpage ein, eine Website und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist jetzt kein Video über Conversions, aber ohne eine gewisse Anzahl, man redet hier von der sogenannten statistischen Relevanz, das heißt, ohne dass du mal mindestens 100 oder 200 Conversions hast, also mindestens 100, sagt man immer so, obwohl man das so genau gar nicht wissen kann, kann diese Google Max Kampagne gar nicht wirklich vernünftig laufen für dich. Ja, weil einfach aus dem simplen Grund, dass bei Google einfach nicht genügend Daten über deine Conversion und über die Besucher und all das zusammen, dieses ganze Zusammenspiel eben sammeln konnte bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, eine Google Max Kampagne, dass die vernünftig läuft, setzt immer voraus, dass du ein entsprechendes Budget mitbringst. Da du aber jetzt in der Situation, wie wir von mir beschrieben, jetzt vielleicht bist und gerade überhaupt gar nicht das Budget hast oder letztendlich das Konto ja nur eröffnet hast, weil du die 400 Euro gratis bekommen hast, ja, es ist eher so eine Achtung-Falle-Geschichte. Ne? Also du wahrscheinlich laufen dann die 400 Euro durch, dann sagst du dir, naja, ist nichts passiert, ich habe ja 400 Euro geschenkt bekommen, dann lege ich nochmal 400 Euro drauf, ja, und dann kommst du so eine Art Sunk-Cost-Fallacy rein. Ja, so, ah, shit, jetzt habe ich 400 Euro, 800 Euro, vielleicht nochmal 400 Euro und so weiter und so weiter. Aber es kann gar nicht performen, weil du insgesamt noch viel zu wenig Geld ausgibst für wahrscheinlich einen sehr hart umkämpften Markt, was auch immer du genau jetzt halt machst im IT-Bereich. Ja, und da solltest du wahrscheinlich grundsätzlich nicht unter 2.000, 3.000, vielleicht 5.000 Euro Budget im Monat vernünftig schalten. Jeder hängt davon ab, was du konkret machst, aber letztendlich klar, es kann funktionieren, es kann ein bisschen Sichtbarkeit bringen und so weiter, je nachdem. Aber die Gefahr besteht, dass du in dieser Google Max Kampagne einfach nur dein Geld verbrennst. Ja? Also es ist nichts für Anfänger. Google Max Kampagne ist nur was für Fortgeschrittene oder wenn du eine Spezialisten oder Experten an der Hand hast, ja, so wie wir welche haben für dich. Also such dir bei uns auf jeden Fall mal ein Expertengespräch, wenn du da Fragen dazu hast. Auf jeden Fall, wir würden dir raten, erstmal von Google Ads erstmal grundsätzlich abraten oder halt einfach nur wohl dosiert und eine manuelle Kampagne zu schalten, also eine Oldschool traditionelle Kampagne, wo du den CPC selbst bestimmen kannst und so weiter und so weiter. Das heißt, du kannst dir natürlich hier das Konto öffnen, kannst du die 400 Euro einsacken, aber dann sofort die Kampagne pausieren und dann nochmal eine Kampagne erstellen,
mit manuellem CPC. Ja, so, das ist also unser Tipp an der Ding. Und ich möchte nicht wissen, wie viele hunderte oder tausende Leute einfach jetzt aktuell da reingezogen werden in diese Google Max Geschichte, aufgrund dessen, dass Google eben hier bei jedem neuen Businessgründer, der jetzt irgendwo sich ein Office holt und dort zum Beispiel dein Google My Business oder irgendwas seinen Account macht, da eben 400 Euro geschenkt bekommt. Und hinten raus wirst du wahrscheinlich, wird das nicht wirklich viel bringen, aber du kannst natürlich den Weg gehen nochmal, ja, indem du sofort dann pausierst, hast die 400 Euro bekommen und setzt nochmal eine neue Kampagne auf, wo du manuell CPC einstellen kannst, und da kannst du durchaus mit 800 Euro eine Kampagne schalten, die Sinn ergibt. Wenn du natürlich dir auch dich da ein bisschen, vorausgesetzt, du arbeitest dich da ein bisschen rein und oder holst du da eben Hilfe, wie bei uns zum Beispiel, hier unten oder hier oben findest du den Strategie-Session-Link. Also, dann sehen wir uns vielleicht auf der anderen Seite bei unserer Strategie-Session, bei unserem Erstgespräch, ist kostenlos, unverbindlich, und falls nicht, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin mit deiner Selbstständigkeit. Bis dahin, dein Thomas Klein, Happy Hunting, bye bye.